und dir dann natürlich auch aufziehen. Und das sieht halt ultra komisch aus. Yeah, ich bin Ender Busty Dragon. Leute und herzlich willkommen zu einem klitzekleinen Video. Und zwar möchte ich euch heute mal die Snapshot 15W31A einfach nur meine ersten Eindrücke zeigen, was ich entdeckt habe. Ich kann euch nicht alle Neuerungen sagen, da Mojang da immer sehr sparsam ist, wie genau etwas funktioniert und so weiter und so fort. Deswegen zeige ich euch das, was ich herausgefunden habe, und in den Kommentaren können wir dann zusammentragen, was ihr zum Beispiel herausgefunden habt und was ich nicht herausgefunden habe. Also da unten steht 15W31A, ich habe da oben auch schon eine Welt und die heißt Neue Welt und da sieht es Ganze so aus. Hier habe ich schon mal, also das, da komme ich gleich dazu. Ich habe mir eine Dia-Rüstung einfach mal angezogen und ihr seht direkt schon hier einen neuen Slot und hier kommen die Schilde rein, also mit denen man sich dann protecten kann. Allerdings gibt es hier unter dem Kampfslot noch keine, wirklich noch keine Schilder und ich weiß nicht, wie ich die welche bekomme. Es gab früher immer so einen Trick mit IDs, also da immer eingeben /give/item und dann die ID, aber ich kenne die IDs von den Schilden auch nicht, habe dann ein bisschen rumprobiert, habe kein Schild bekommen. Das kommt dann wahrscheinlich in dem nächsten Snapshot mit rein. Allerdings gibt es die Funktion, dass man zweihändig rumlaufen kann schon, indem ihr zum Beispiel hier auf Steuerung geht, könnt ihr sehen, dass, pass auf, hier unten steht's, es steht weiter oben, wo stand das jetzt? Dann stand's doch weiter unten, Swap Item in Hands. Das habe ich jetzt mal auf F einfach, das ist glaube ich standardmäßig auf F. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fackel habe und F drücke, dann kommt es in meine zweite Hand. Die eine Hand kann ich benutzen, wie ich möchte. Aber wie ich jetzt die Fackel zum Beispiel... jetzt funktioniert's! Lol. So kämpfe ich. Und wenn ich dann... okay, jetzt habe ich es verstanden. Aha, das ist der Vorführeffekt, ne? So. Also wenn ich das Schwert nicht in der Hand habe, dann kann ich setzen. Warte mal, vielleicht muss man dann auch einfach das so machen. Dann kann ich es so setzen. Aber nee, das Schwert kann ich dann nicht benutzen. So kann ich das Schwert dann benutzen. Aber nicht zum Schlagen, ne? Nur zum Blocken. Okay, also bringt es eher, wenn man die Fackel so in der Hand hält. Und dann kann man so direkt an die Fackel setzen. Und dann kämpfen, Fackel setzen, kämpfen. Also ich kann die Fackel nur setzen, wenn ich nichts ausgewählt habe. Ne? Das ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Wenn ich da jetzt irgendwas anderes reinlege, einfach mal eine Rüstung, dann kann ich die Fackel zwar trotzdem noch setzen. Ja gut, es passt. Okay, dann habe ich es jetzt verstanden. Ich habe nämlich so ein bisschen meine Probleme mit Dingen verstehen. Ne? Aber ihr könnt mir ja schon mal Tipps und Tricks zeigen. So, also das habe ich verstanden, so wie es geht. Das ist ein total komisches Gefühl. Wenn ihr die Slotanzahl da wieder weg haben wollt, dann könnt ihr wieder F drücken, dann ist es wieder weg. So. So viel zum Zweihändigen, was ich rausgefunden habe. Also, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch und vielleicht mache ich es auch nicht richtig, deswegen frage ich euch einfach. Ja, wie ihr auch schon gesehen habt, hier diese neuen Pfeile und die finde ich überragend hier. Ich denke, ich muss euch nicht sagen, was diese Pfeile da machen. Man kann sie mit Potion versehen und dann bekommen die Ziele dann eben die Effekte. Allerdings, also zum Beispiel hier Night Vision, wenn ich da ein Ziel mit abschieße, dann hat es Night Vision. So einfach ist es, ne? Aber hier den Spectral Arrow und den könnte ich euch jetzt mal zeigen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal was, okay, der lebt bei Tag. So, machen wir jetzt einfach mal am besten hier hin. So, den schießen wir einmal ab. Zack. Und jetzt gehen wir mal hinten dran. So, und jetzt könnt ihr den sehen. Durch eine Wand durch. Oh, jetzt habe ich F gedrückt aus Versehen. Das finde ich genial. Und jetzt will ich mal versuchen, mich selber zu treffen. Achtung. Um den Effekt zu bekommen. Oh, verfehlt. So, Achtung. Egal. Okay, ich will sehen, wie dieser Effekt dann bei mir aussieht. Also, er hält nicht lange.
wie ihr gerade gesehen habt. Aber mit diesem Spectral Arrow könnt ihr durch die Wände zum Beispiel Mobs sehen, wenn ihr davor jemanden getroffen habt oder einen Gegner. Also da hinten seht ihr den Creeper nochmal. So. So, Achtung. Und wir sehen ihn da hinten. So, okay. Dann noch etwas Neues. Achtung. Wir nehmen mal irgendeinen random Trank, einfach mal Jump Boost. So, jetzt guckt mal oben rechts. Das seht ihr jetzt. Die, also das ist jetzt der Display, sag ich mal, oder die Anzeige für die Trankeffekte. Ihr müsst nicht mehr ins Inventar gehen und gucken, aha, jetzt habe ich Jump Boost. Ihr seht da oben einen Hasen. Ein Hase springt, also Jump Boost. Yay, Party. Okay. Ja, das sind Dinge, die ich herausgefunden habe. Dann habe ich noch herausgefunden, dass es rote Beete gibt. Oder nennt man das? Ich bin mir nicht sicher, ne? Ob das. Ich bin schlecht im Übersetzen, aber für mich ist es rote Beete. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Da gibt es auch eine extra Pflanze für. Und Moment, die bekommt er, denke ich mal, auch wie aus dem Gras. Und die kann man auch anpflanzen. So, und holen wir mal noch Bone Meal raus. Wo ist denn das Bone Meal? So, zack, zack. So. Dann gehen wir jetzt einfach hin, machen das, zack, pflanzen das mal an und machen einfach zack, 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 zack. Und die Pflanze sieht so aus, yay! Und wenn man es abfarmt im Creative Mode, dann ist die Pflanze kaputt. Okay, gut, das ist jetzt noch was, was ich rausgefunden habe. Und dann gibt es hier noch eine Chorus Fruit und über die weiß ich leider gar nichts. Da habe ich null herausgefunden. Wenn ihr über die Bescheid wisst, dann, könnt ihr Bescheid sagen. Ich weiß darüber nichts Bescheid. Ich kann ja mal gucken, kann man die anpflanzen? Ich weiß nicht, ne, was genau das ist. Kann man die an Bäume pflanzen oder irgendwas? Also, da kann ich euch sehr wenig dazu sagen. Deswegen. Vielleicht wisst ihr ja Bescheid. So, jetzt gehen wir aber mal ins End. So. Ja, da war ich schon mal hier am Schlüssel. Und ja, der End, das sind die Strukturen, die habe ich nicht gefunden. Allerdings hat sich die Endinsel und der Bosskampf, also verändert, sage ich jetzt mal. Eine große Veränderung konnte ich nicht feststellen. Allerdings ist in der Mitte schon mal der Brunnen. Und wir haben hier eine Schwierigkeit. Diese Kristalle sind mit Iron Bars geschützt. Allerdings nicht alle, aber die muss man dann so zerstören, dass man die abbaut und dann kann man sie erst zerstören, ne? Das erschwert den Kampf nochmal um einiges. Die Türme sind alle näher beieinander, wie ihr es sehen könnt. Und jo, wenn der Enderdrache tot ist, also ich werde ihn jetzt nicht töten, weil es zu lange dauern würde, selbst im Creative Mode, ne? Dann kann es sein, dass ihr halt das hier bekommt. So. Einen Dragon Head. Und den könnt ihr dann natürlich auch aufziehen. Und das sieht halt ultra komisch aus. Yeah, ich bin Ender Busty Dragon. Yo. Oh. Okay. Gut. Dann habe ich euch ja noch gesagt, dass es eben neue Mobs gibt. Beziehungsweise ein neues Mob. Und dann wird es da wahrscheinlich auch bald dazu noch eine, wie soll ich sagen, ein Trank dazu geben. Also wir gehen mal hin und spawnen das Mob. Das sieht so aus. Allerdings bin ich im Creative Mode. Ich hole mir kurz die Rüstung. So, 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 so und so. Die ziehen wir uns direkt mal an. Zack, zack, zack. Und wir gehen in Game Mode. Slash Game Mode 0. So, und jetzt Achtung. Das Teil hier schießt Kugeln. Die verfolgen einen und sind böse, aber wenn ich dieses Teil hier töte, wow, 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 du musst die Kugeln, die muss man treffen, oh, 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 so, ich zeige euch später, was passiert, so, Achtung, und das Teil ist tot, okay, gedroppt hat es jetzt nichts, auch keine Erfahrung, aber jetzt zeige ich euch mal was, also dieses Teil heißt übrigens Schalker, und was passiert, wenn dich eine Kugel trifft, ja, treff mich mal hier. So, wir bekommen den Levitation-Effekt und fliegen in die Luft. Und wenn der aufhört, plumpsen wir einfach so runter. Und ich hoffe, dass es dazu Tränke gibt. Das wäre einfach awesome. Ja, weil dann könnte man da rumschweben wie im Creative Mode so ein bisschen. Also du kannst die Richtung steuern, allerdings nur sehr schwierig. Und jo, ist richtig cool, finde ich. Und wenn es dann halt aufhört, plumpst man runter. Das ist dann halt doof.
Gut, was noch mit dabei ist, womit ich allerdings wirklich gar nichts anfangen kann, ist folgendes Element. Und zwar, Moment, da, das hier, oh warte, hier, da, da habe ich die Pflanze gefunden, die Choruspflanze. Ich glaube, die kommt dann im End vor, allerdings kann ich die nicht, guckt euch das an. Da kann man wahrscheinlich nur auf Endstone machen. Da. Die wird im End dann wachsen. So, hier. Und ich denke, wenn man die abbaut, bekommt man dann die anderen Dinge. Ach so, nee, halt. Jetzt habe ich es verstanden. Wie gut, dass ich dieses Video mache. Hä, das ist wie... LOL. Ich verstehe diese... What? Ich ver... Versteht jemand diese Pflanze? Okay, ich nicht. Und dann gibt's halt noch diese Ender Rod. Was die genau kann, weiß ich auch nicht. Sie leuchtet auf jeden Fall schön. Ich denke mal, das sind die Fackeln im End. Und, ja, falls es diese Strukturen gibt, also die Ender-Dungeons, die neuen, ich habe sie nicht gefunden. Entweder hatte ich einfach Pech oder war einfach ein bisschen dumm. Aber, jo. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, also es sind nur Eindrücke, es ist jetzt nicht ein Video gewesen, wo ich sage, ich stelle euch alle Neuerungen vor, ich stelle euch das vor, was ich rausgefunden habe in der kurzen Zeit, die ich verbracht habe damit. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, und wenn ihr Ahnung habt, ab damit in die Kommentare. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.